Kapelle des Irasu-Tals. Tomoko! Haben Sie Tomoko gesehen? Tomoko! Tomoko! Ist sie denn nicht? Ist sie nicht bei Ihnen? Gemeindeverzeichnis wurde ins Archiv aufgenommen. Mache ich noch eins? Okay, Makino. Hironotsuka, Route 333. Ich glaube, das ist Tomoko. Hier sind wir sicher. Das Meer. Das Dorf verschwindet. Leiter, sehen Sie? Boah, das ist irgendwie so... Oh. So surreal alles. Die wahre Erklärung der Geschichte war ja auch super abgedreht. Vielleicht erinnerst du dich noch, Simon, ich will das jetzt nicht spoilern. Umiokuri. Gelang sie zur Straße nach Hirasaki. Worauf warten Sie? Leiter! Leiter! Oh, jetzt habe ich wieder einen Companion hier. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Oder? Nach Hirasaki. Ah, ich glaube, das ist eigentlich direkt hier um die Ecke. Das Problem war nur, das kann ich jetzt mal eben zeigen, auch wenn ich dann sterbe. Das Problem ist nämlich der da. Oh. Und genau deswegen kann man hier nicht einfach links rum. Guckt meistens die Treppen da direkt runter, glaube ich. Das heißt, man muss halt irgendwie einmal hinten rum und dann kann man sich an dem vorbeischleichen. Was haben wir denn hier? Ist eine Quelle. Die ist, glaube ich, jetzt nicht wichtig in der Mission. Ein Schrein. Das ist so ein großer Schrein, meine ich. Da ist ein Streifenwagen. Ein kleiner Schrein. Oh, hello. Ein Fruchtbarkeitsstein. Was ist das denn? Ein Haus. Eine Höhle. Eine zerstörte Brücke. Eieiei. Dann. Ja, also da jetzt vorbeilaufen ist wahrscheinlich nicht so gut. Dreht er sich um? Wobei ich glaube, man kann halt auch einfach schnell vorbeirennen. Der kommt nämlich nicht hinterher. Der bleibt da einfach stehen. Oh, da ist noch einer. Was macht der? Ob der sich umdreht oder ob man da einfach schnell vorbeirennen muss. Warum hockst du denn? Komm mal mit. Ich glaube, der dreht sich tatsächlich nicht um. Komm, wir laufen jetzt. Okay. Der bleibt da nämlich stehen. Wie gesagt. Thank you.
jetzt? Das ist die kaputte Brücke, oder? Okay, ich glaube, wir nähern uns dem nächsten Scharfschützen. Ist da sonst noch irgendjemand? Hier unten scheint gar nicht so viel los zu sein. Oh, aber da ist... Das ist neu. Wer bist du denn? Ist aber auch noch ein bisschen weiter weg, wenn ich so das Steuergeräusch anhöre. Der hat kaum noch Steuergeräusche, der dürfte nicht so weit weg sein. Das klingt teilweise voll eklig, wenn die da so selber reden. Oh. Wer bist du? An dem da ist gerade ein anderer vorbeigegangen, den ich dann leider verloren habe. Ich gehe erstmal vorsichtig weiter. Hier scheint ja zumindest noch nichts zu sein. Da ist die kaputte Brücke, deswegen kann man hier halt auch nicht rüber. Na, wo ist sie? Da, zerstörte Brücke. Also sind wir jetzt gerade da. Dann nehme ich an, der nächste Scharfschütze ist vielleicht bei dieser großen Treppe, an der wir vorbeikommen. Dann kommt auch gleich dieser Streifenwagen. Können wir eben gucken, gibt es hier irgendwas? Holzbrücke ist eingestürzt, kann nicht überquert werden. Okay. Achtung, ja genau, Erdrutschgefahr. Rucksacki Chewy. Ah, okay. Wir nähern uns dem nächsten. Der guckt aber auch die ganze Zeit da runter, ne? Ich glaube, der dreht sich auch nicht um. Da wird man einfach wieder rennen müssen. Bloß nicht die andere abknallen. Komm her, komm her, komm her. Okay. Gut. Was ist das? Sieht aus, als könnten sie hinein. Aber will ich das? Das ist jetzt die andere Frage. Wie kann man einsteigen, klar. Motor starten. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Nachher kommt irgendwer. Ist irgendwas, was ich untersuchen kann sonst noch? Was ist denn das für ein Schalter? Nichts passiert. Motor lässt sich nicht starten. Okay. Dann ist das wohl für ihn nicht weiter wichtig. Ist irgendwas im Kofferraum? Ach, beim Kofferraum muss ich dann wahrscheinlich auch das Menü benutzen. Bisschen Angst, dieser Treppe so nah zu kommen. Aber okay, mit dem Auto kann ich wohl nichts machen. Geh mal weg. Gut, ich meine, wenn ich jetzt sterbe, ist ja nicht mal so schlimm. Das ist ja im Grunde, kann ich hier sofort wieder hinkommen, indem ich einfach nur gerade ausrenne. Ich glaube, schwieriger wird es jetzt gleich. Wo ist der? Das würde mich jetzt erstmal interessieren. Der guckt so irgendwas hoch. Aber was könnte das sein? Das ist jedenfalls eine Treppe, die dann eine Kurve nach rechts macht. Gibt's das? Ah, okay. Ich nehme an, das ist von den zwei Treppen hier die linke. Bei dem Haus. Das könnte sein. Die geht da hoch und dann nach rechts. Da kommen wir jetzt auch bald hin. Ich glaube, beim Haus ist aber auch einer, der da immer patrouilliert. Oh, da vorne sehe ich schon einen. Und da ist der, den ich meine. Oh, 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 oh. Zurück, 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 zurück. Zurück, zurück. Wenn der mich sieht, bin ich im Grunde gearscht. Ich habe ja keine Waffe. Wo ist der denn jetzt? Da. Den setze ich mal auf X. Ich glaube, der geht da immer nur im Kreis drumherum. Das heißt, wenn er jetzt läuft... Könnten wir quasi langsam hinterher. Da ist er gerade. Da hinten. Vielleicht sogar ein bisschen schneller, aber nicht zu schnell.
Sonst hört der uns noch. Und da oben ist auch der, den ich vorhin meinte. Da, ja. Oh, jetzt aber schnell, sonst kommt der andere gleich da vorne um die Ecke. Los, 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 los. Vorsichtig, vorsichtig. Ich mag nicht zu laut sein, sonst kommt nachher der, der da irgendwie am Hacken ist und kriegt uns mit. Kaputter Fernseher. Oh, jetzt habe ich ein bisschen Schiss vor dem Typen, der da draußen rumläuft. Ich weiß nicht, wo der gleich wieder auftaucht. Komm mal hier hin. Kannst du dich hier nicht erstmal verstecken? Ja, versteck dich erstmal. Worauf warten Sie? Leiter. Leiter. Ich glaube, dass der Mörder, Hoshi, wieder irgendwo ist, wo er uns nicht gefährlich wird. Oh oh. Der geht doch jetzt nicht da rein, oder? Okay. Oh, da ist sogar der kaputte Fernseher. Nicht da reingehen, nicht da reingehen. Geh da jetzt nicht rein. Oh, Mann, ey. Wo geht der jetzt hin? Okay. Ach, der geht sogar zurück. Das wusste ich gar nicht. Das ist ja gut zu wissen. Ich dachte, der geht immer im Kreis drumherum, aber der wechselt auch mal die Richtung. Ich schaue jetzt mal eben ein bisschen zu, was der genau macht. Es ist besser, wenn ich das verstehe. Da guckt er auch noch hin. Okay, also er geht zu dieser kleinen Tür und guckt die rechten Treppen hoch. Dann geht er zurück. Dann guckt er die Treppen hoch. Da oben ist ja auch noch einer stehen. Das ist ja die Treppe, die nach rechts geht. Da guckt er runter. Da hatten wir ihn ja vorhin aus der Ferne entdeckt und sind rückwärts gegangen. Dann geht er hier lang. Da guckt er auch rein. Okay, dann ist das, also wo ich mich gerade versteckt habe, ist schon ideal. Dann guckt er hier rein. Aber das würde ja heißen, dass wenn der hier so hingeht, ich wollte gerade sagen, das wäre der ideale Moment, dann das Haus zu verlassen. Aber wenn er dann nach links guckt, ist das ja eher nicht. Muss man ein bisschen früher schon losgehen. Oder jetzt, wenn er... Der geht ja noch kurz dahin. Oder geht er jetzt plötzlich doch im Kreis? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie genau der läuft. Der hat scheinbar ein bisschen komplexeres Muster, ne? Aber okay, das heißt ja, dass man auch da hinten rum kann. Dann würde ich das jetzt mal schnell machen. Dann komm auch mit. Das wäre sonst ein bisschen doof, wenn ich die hier vergesse. Ich wollte eigentlich auch noch gucken, ob man hier irgendwas fürs Archiv aufsammeln kann, aber das ist mir jetzt doch ein bisschen zu risky gerade. Komm, komm, komm. Okay, er ist jetzt wieder da vorne. Oh, ist das spannend. Dann müsste ich hier jetzt... Guckt er, welche Treppe guckt er denn jetzt hoch? Ah, okay. Da ist er. Müsste ich jetzt vorsichtig hier lang gehen können. Das würde ich auch mal gerne eben aufmachen. Das ist nämlich was fürs Archiv. Ein seltsames Götzenbild. Okay, es ist doch nicht was fürs Archiv. Ich glaube, mit irgendjemandem muss man das mal finden. Warum auch immer. Jetzt gehe ich erstmal hier hoch. Aber jetzt muss ich natürlich vorsichtig sein. Da oben könnte ja auch noch einer sein. Wo ist er? Okay. Den sollte ich mir jetzt mal speichern. Ich gehe erstmal noch ein bisschen höher, sonst stehe ich da so, dass der Typ, der da unten ums Haus läuft, hier hochguckt und uns sieht. Oh, das ist das, wo der andere hinguckt. Okay, da muss ich natürlich vorsichtig sein. Aber vor dem dürfen wir jetzt in Sicherheit sein. Den kann ich dann gleich schon mal wieder überschreiben. Jetzt muss ich auf den aufpassen. Da will ich ja wahrscheinlich auch vorbei. Und das muss ich natürlich machen, wenn er nicht guckt. Also den lasse ich mal gespeichert. Wer ist das? Hm.
Das sieht aus wie... Das ist ein Schrein. Ist das vielleicht... Das könnte der große Schrein da sein. Das sah nämlich nicht wie so ein kleiner aus. Ich hoffe mal, dass es der große ist, weil sonst renne ich dem ja direkt in die Arme. Okay, dann müssen wir jetzt mal vorsichtig sein, dass wir erstmal an dem vorbeikommen. Ein bisschen können wir noch. Oh oh, das habe ich jetzt aber gehört. Ist das doch hier direkt in der Nähe? Zurück. Aber vor allem, ich muss die da hochziehen, ne? Bleib erstmal hier. Ich gehe erstmal alleine hoch. Schnell. Schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Hoch, 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 geh weiter. So. Okay. Jetzt komm her. Aber schnell. Hochziehen, hochziehen. Zieh sie hoch. Oh, Mann, ey. Hui. Okay. Ja, und jetzt sterben wir zum Beispiel sau frustrierend. Aber kann passieren. Vorsichtig jetzt. Wo sind wir jetzt? Jetzt geht's zu dem Fruchtbarkeitsschrein. Geht's dahin. Aber da scheint keiner zu sein. Ich habe mich jetzt kurz erschrocken. Weil normalerweise, wenn du dich selber siehst, ist das kein gutes Zeichen. Aber das ist ja nur sie. Ja, der da ist weiter links. Das ist dann bestimmt der große Schrein. Speichere ich den mal als nächstes. Alle anderen sind jetzt erstmal egal. Kann ich den vielleicht von hier aus sehen? Nee. Komme ich überhaupt zu diesem Fruchtbarkeitsdingsbums? Sieht aus, als wäre da verschüttet. Kann man da durch? Nee. Drüber auch nicht. Schon ein bisschen intens. Auch hier kann ich wahrscheinlich drumrum. Gehen Sie mit. Ja, das ist doch eh das Ziel. Das musst du mir jetzt nicht auf einmal sagen. Wo ist der? Oh oh. Versteck dich hier. Ich hoffe, dass der Typ hier nicht hochkommt. Hä? Was ist denn jetzt? Ach, das war was. Das war, glaube ich, irgend so ein... Was ist das? Er ist so verrostet. Wozu dient dieser Schlüssel? Das war auch ein bisschen verwirrend. Es gibt so ein besonderes Missionsziel, das aber ver... Ich kann mich jetzt gerade irren, korrigiere mich, wenn ich mich irre, Simon. Aber ich glaube, es gab immer so Geheimziele, die man machen musste, um andere Sachen freizuschalten. Und die wurden verwirrenderweise auch Missionsziel 2 genannt. Obwohl es ja tatsächlich auch diese richtig großen Missionsziele 1 und 2 gibt. Die, aber halt was anderes sind. Das schaltet jetzt, glaube ich, irgendwelche... Das kann sein, dass es dann das Missionsziel 2 in dem anderen Level freischaltet. Jetzt ist natürlich immer noch die Frage, ob der da hochkommt. Okay, der kommt da nicht hoch. Scheiße, der hat den Scharfschützen da auch aufgeweckt. Ich gucke jetzt erstmal, wo der hingeht. Okay. Boah, der ist direkt vor der Tür. Wie soll ich das machen? Ich meine, es ist ja schön zu wissen, dass er hier nicht hoch kann.
Aber wie komme ich an dem vorbei? Die kann jetzt erstmal da bleiben, finde ich. Ich meine, gut, der hämmert da rum. Das macht dann eine ganze Zeit lang. Im Grunde müsste ich hoffen, dass ich rechtzeitig an dem vorbeikomme, bevor der sich umdreht. Ja, der dreht sich dann manchmal um und guckt da hoch. Und das wäre natürlich ziemlich fatal. Und dann guckt er recht schnell wieder hier hin und macht weiter. Ich bin mir nur gar nicht sicher, ob man dann hinter dem Schrein noch lang sollte. Ja, gut, so wie der da gezielt draufhaut, dürfte der mich nicht sehen. Wenn ich hinter dem Schrein lang will, muss ich ja jetzt rechts von ihm vorbei. Das dürfte er aber eigentlich nicht sehen. Oder ich laufe halt einfach weiter geradeaus. Ich habe nur ein bisschen Schiss, dass der Scharfschütze mich dann bemerkt, der da ja auch steht. Der da. Ich glaube, jetzt bin ich schon fast so, dass er mich sehen kann, wenn er hier hochguckt. Komm her, wir müssen das jetzt versuchen. Nützt ja alles nichts. Okay, er ist beschäftigt. Komm, komm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geh, 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 aber nicht rennen, das könnte zu laut sein. Doch, ich renne jetzt. Oh Mann. Okay, das hat geklappt. Hier ist die Quelle. Eine Quelle, aus der rotes Wasser sprudelt. Kann ich daraus trinken? Wir haben es, glaube ich, fast geschafft. Jetzt kommt halt noch der Scharfschütze am Ende. Beziehungsweise am Anfang des Levels. Aber theoretisch müsste ich an dem vorbeischleichen können. Aber ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal geschafft, da dann erschossen zu werden. Das ist natürlich nicht ganz, nicht so besonders toll. Achso, hier geht es jetzt erstmal nochmal runter und dann nach rechts. Das heißt, jetzt kommt gleich erstmal die zerstörte Brücke. Da ist aber, glaube ich, niemand. Hoffe ich mal. Ja, wenn du jetzt stirbst, musst du alles nochmal machen, ne? Da ist die zerstörte Brücke. Das hat aber halt positiv betrachtet eben den Effekt, dass ich echt angespannt bin und das echt intens ist. Wenn das halt so ein Spiel wäre, wo du an jeder Ecke Quicksave hast, dann ist das dann halt irgendwie auch nicht mehr wirklich spannend. Das ist dann immer so, immer ein bisschen schwer, so die Balance dann irgendwie zu kriegen. Bitte. Bitte dreh dich jetzt nicht um. Dreh dich jetzt nicht um. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist Dingsbums? Ich war doch gar noch da. Oh oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kletter doch. Oh. Das hat mich 10 Jahre meines Lebens gekostet. Scheiße. Oh nein! Runter, runter, runter! Boah. Oh. Okay, okay. Ruhig. Erstmal warten, bis der sich wieder umdreht. Okay, ich glaube, er hat sich wieder beruhigt. Oh Mann.
Na dann. Das hat schon was von dieser Dark Souls-Angst, die man bei so einem Bossgegner hat. Da ist auch irgendwie so ein ganz besonderes Gefühl von Aufregung, wenn du bei Dark Souls halt immer wieder stirbst und dann ewig lange Wege gehen musst, um wieder hinzukommen. So, jetzt bitte leise sein. Bitte. Nein, nicht du. Vorsichtig. Vorsichtig. Geh da hoch. Geh da hoch. Dreh dich um. Zieh sie hoch. Okay, das musste halt passieren, ne? Das ist jetzt egal, da passiert mir jetzt nichts mehr. Boah. Da passiert mir ja doch noch was. Ey, dieses Spiel. Ich hab den Controller schon weggelegt. Lassen die einen dann auf einmal nochmal steuern. Oh. Okay. Jetzt gucken wir uns das jetzt nochmal an und dann reicht's auch für heute wieder. Mein Kopf. Ich habe das Gefühl, ich werde wahnsinnig. Und ich bin so durstig. Haben Sie nicht von Yomotsu Hegui gehört? Sie dürfen das Wasser hier nicht trinken. Was? Wollen Sie damit sagen, das hier ist die Unterwelt? Warten Sie hier, verstanden? Kommen Sie mir diesmal nicht nach. Sie bringen uns beide in Gefahr. Kein Mucks, bis ich zurück bin. Was soll ich denn hier? Rumhängen. Yuriko Annos Unterrichtsnotizen wurden ins Archiv aufgenommen. Weiter zum nächsten Level. Warum standen das jetzt da? Habe ich jetzt den Navigator? Nee. Kadowari Kapelle des Irasu-Tals vor ein paar Tagen. Ich bin es. Ich komme im Namen Kajiros. Danke. Es ist schon 27 Jahre her. Ich wünsche dir viel Glück. Ich muss jetzt gehen. War das nicht der Doktor? Ich habe solche Angst. Ich weiß einfach nicht. Keine Angst. Diesmal wird alles glatt gehen. Ich habe alles beobachtet. Schon sehr, sehr lange. Brief von der Familie Kajiro. Oder war das der Bruder von der Blinden? Könnte auch sein, hat man nicht so gut gesehen. Wurde ins Archiv aufgenommen. Shiro Miyata. Jano Kubital, Urifushi-Wald, Tag 1. Ne, ich glaube, das ist der, den man gerade gesehen hat, der da den Brief... Na, ich bin mir nicht sicher. Und da ist ein Loch. Unmöglich. Das rafft man halt erstmal gar nicht. Entkommen Sie aus dem Jano Kubital. Aber so verwirrend, wie das eh schon alles ist, kann ich das, glaube ich, auch mal eben verraten. Wenn ich mich recht entsinne, hat der, den wir jetzt spielen, irgendjemanden umgebracht. Und da vergraben. Ja, und deswegen hat er gerade gesagt, unmöglich. Weil er vor dem Loch stand, in das er die Leiche, in dem er die Leiche, also weil er halt da stand, wo er die Leiche vergraben hat, von der Person, die er umgebracht hat, und da war auf einmal ein Loch und die Leiche weg. Was ist das denn? Taschenlampe. Okay. Naja, gut. Ich mach dann jetzt erstmal hier Schluss. Boah, also das mit Kemakino gerade war schon echt. Heieiei. Das war intensiv. Aber halt auch irgendwie cool.